zunächst. Langer Ball auf Salou, Ballverlust an Reeb. Toll setzt er sich hier durch gegen Töfting und Zayer. Ganz klasse gemacht. Jörg Reeb, gerade noch von ihm gesprochen. Dann hatte Breitkreuz den Ball. Ballschuss für Komljenovic. Immer noch Jörg Reeb. Und da ist Silvio Meissner. 1-0 Bielefeld. Die abstiegsgefährdete Arminia setzt den ersten Akzent. Und Meissner, eigentlich ist der Amandecker. Manndecken, seine Hauptaufgabe, entpuppt sich immer mehr als Schütze. Aber sensationell gut die Vorarbeit von Jörg Reeb, auf den sie sauer sind in Bielefeld, weil sich dieser einfach nicht mit den Arminen über eine Vertragsverlängerung unterhalten will. Die Vereinsführung quasi zappeln lässt. Und er unterstreicht seine Klasse. Nicht zu Unrecht ist er in Bertis Notizbuch nach dem Beinschuss für Komljenovic die Vorbereitung für Meissner. Nur eine Minute später. Wenig abtasten in einem Spiel, in dem es sofort zur Sache ging. Zayer. Thomas Heito, nochmal ein Manndecker. Es schien der Tag der verteidigenden Bevölkerung zu sein. Töfting. Der Pass zu Salou und dann kämpft er. Dann kämpft er gegen Koch. Er kämpft und kämpft. Aber es war schon seit etlichen Sekunden abgepfiffen. Kann passieren, da bekommt er Trost von Koch, von Stratos, die ganzen Bielefelder ein bisschen Mitleid, da haben sie meist auch noch. Die nächste Szene wieder mit den Duisburgern. Die mussten ja jetzt was tun nach dem Rückstand. Hoppala, die Kerze. Und der Ball kommt zu Töfting, da wird er gelegt von Maas. Wut und Entsetzen beim Dänen, der sofort Kontakt mit FIFA-Schiri Heinemann aufnahm. Zayer versuchte noch zu klären, aber die Vermittlungsversuche negierte der Referee, zeigte Töfting gelb wegen Meckerns. Blöd gelaufen für den Dänen, der deswegen so sauer war, weil er von Rob Maas umgesäbelt wurde. Und da das Standbein von Töfting auf der Kreidelinie sich befand, hätte es sogar Elfmeter geben müssen. Nun gut, der Tatort ist schwer zu erkennen für den Schiri, aber das Foul an sich hätte er doch ahnden müssen. Stefan Kunz, vorhin haben wir von ihm gehört und hier hat er es mit Wohlert zu tun und da spürt er ihn auch. Wohlert sah dafür die gelbe Karte. Das war gleichzeitig die letzte Aktion für Stefan Kunz. Er wurde kurz darauf ausgetauscht gegen Billy Rehner, aber fairerweise muss man sagen, dass sich Kunz nicht in dieser Szene entscheidend verletzt hatte, sondern die Adduktorenzerrung erfolgte bei einem Antritt. Töfting. Und danach kommt an den Ball der neue Mann, Giuseppe Rehner, also nach 24 Minuten. Hier nimmt er quasi Breitkreuz den Ball weg. Er klaut sich den Ball und dann zieht er davon vorbei an Heito. Und da behindern sich Starrenkopf und Ali Dai gegenseitig. Das war klasse vorbereitet von Rehner. Dann hatte meiner Meinung nach Michael Starrenkopf die bessere Schussposition, aber sowas ist vom warmen Reporterplätzchen klugscheißerisch dahergesprochen. Freistoß andere Seite. Koch in Erwartung. MSV-Experte in Sachen Linksfuß ist Sportskamerad 9. Und Koch, gut pariert. Auch gut geschossen. Weiter 1-0 für Bielefeld. Weg vom Abstiegsplatz, lautete die Maxime. Rob Maas zu Ali Dai. Klasse Trick gegen Thorsten Wohlert. Fast auf dem Bierdeckel ausgespielt und der stramme Schuss. Letzte Szene vor der Pause. Die erste Hälfte endete, wie sie begann, mit einer MSV-Chance. Mit einer Chance für Salou nach Vorlage Töfting. Salou! Na, der ist klasse. Der ist schon klasse, der Bursche. Pech für ihn. Halbzeit und wir blicken auf Karim Bagheri, vor dem Spiel als zweiterfolgreichster Torjäger der Welt 1997 geehrt. Dieser Kredit reichte heute nicht, er nur Reservemann. So, zur zweiten Hälfte. Nanu, Bernd Heinemann, Blick zur Uhr, fummelt, dreht sich um zum Schiri-Assi. Leichtes Verlegenheitslächeln. Uhrenexperte Rehner gafft neugierig über die Schulter und Heinemann drückt. Die Uhr war kaputt. Nochmal ein Blick zum Assi. Du musst die Zeit stoppen, bei mir geht nichts. Irgendwie ein komisches Gefühl und mulmig ging es dann ab in die zweite Hälfte. Wir starten mit dem Eckball. Breitkreuz ist der schnelle Mann hier. Sternkopf. Gerber. Jörg 9 dazwischen und nochmal Sternkopf.
54. Minute. Breitkreuz hatte Feierabend. Nun kam Bagheri. Aber zunächst die Duisburger noch im Mittelpunkt. Jetzt gibt es wieder einen Freistoß, halbrechte Position. Das heißt wieder Linksfuß 9. Ja. Aber das war es dann auch für Jörg Neun. Er durfte duschen und sah unter der Dusche neben sich Kollege Töfting. Warner und Osthoff kamen hinein ins Spiel. Wolters. Zu Puschmann wird abgegrätscht von Sternkopf. Der bewirbt sich um den Einwurf und erhält ihn auch zugesprochen. Für Carsten Wolters war es zu viel des Guten. Er verstand die Welt nicht mehr. Warum dies kein Eckball war, suchte tröstende Worte bei Friedhelm Funke. Nur 30 Sekunden später wieder war Wolters an der nächsten Aktion beteiligt. Da ist er. Setzt sich durch. Wolters, Doppelpass mit Spieß. Wolters und drin ist der Ball. Ein schönes Tor. Und für Wolters doppelt schön, weil er seit einem halben Jahr nicht mehr die Kiste getroffen hatte. Und jetzt mal aufgepasst, was Georg Koch macht. In der zweiten Liga hat es mal Mainz-Keeper Kunert geschafft, direkt per Abschlag ein Tor zu erzielen. Und jetzt Koch, der wehrt doch nicht. Nein, er tat's nicht. Das wäre ein Kuriosum gewesen. Wäre. Aber, liebe Sportsfreunde, hier wird sich noch einiges tun. Ich verspreche es Ihnen. Bagheri setzt sich durch gegen Puschmann. Und in der Mitte Thorsten Bohlert allein gegen zwei Duisburger. Giuseppe Reyna. 2-1. Wieder die Führung für Bielefeld. Und das erste Stürmertor der Arminia in diesem Jahr. Und für Reyna Ende seiner 635-minütigen Durchstrecke. Das Salou kam zu spät aus dem Hintergrund. Das Ganze haben wir nochmal aus Sicht des Schützen. Erst zeigt er auf, fordert den Ball. Toll mit der Brust mitgenommen und er vollstreckt. Wohler zeigt Salou an. Gegen zwei bin ich machtlos. Das darf nicht passieren. Indes fliegt Billy Reyna nach seinem 5. Saisontor den Gratulanten entgegen. 2-1. Aber das wird noch nicht das Endergebnis sein. Heito. Verunglückte Abwehr, aber ohne Folgen. Zunächst Thomas Warner. Salou mit rechts. Akrobatisch, artistisch. 2-2. Und da läuft er hin zu seinem Flankengeber. Danke an Warner. Und Silvio Meissner, er hatte nicht genügend aufgepasst. Und dann mit rechts aus dieser Position Volley ist schon aller Ehren wert. Aber auch beim 2-2 wird es nicht bleiben. Reyna beim Eckball. Komjenovic. Spieß. Raus. Weg mit der Kugel. Sternkopf schnappt sich die Pille. Dai gegen Heito. Dai. Und auch er beendet die Durchstrecke. Sein erstes Tor 98. Und möglicherweise die Vorentscheidung. So wichtig. Middendorf zeigt einen, passt jetzt bloß auf, macht hinten die Kiste dicht. Ich flehe euch an. Und da ist Dank galt Alan. 3-2 Bielefeld. Weg vom Tabellenschwanz. Von Sternkopf kam das Zuspiel. Und dann da mit dem Rücken zum Tor. Dann vorbei an Heito. Noch sind 2 Minuten zu spielen. Pfiffe im Stadion. Pfeift doch ab, Schiri, sagen die Schiri. Sagen die Zuschauer natürlich. Dann kommt Osthoff an den Ball. Markus Osthoff gegen Schäfer, gegen den erfahrenen Schäfer. Osthoff. Und da steht Salou. Bashiru Salou. 3-3. Ja, ist denn das die Möglichkeit? Dreimal Führung Arminia. Dreimal Ausgleich MSV. Ein verrücktes Spiel. Und Abpfiff von Schiri Heinemann. Auch Trainer Ernst Middendorf musste erstmal schlucken, um dann zu antworten. Dass wir dann nach der Führung nicht geschickt, nicht individuell geschickt, sondern eigentlich relativ fahrlässig damit umgehen, mit dem Erfolg, mit dem Teamerfolg, den man eigentlich um 17.17 Uhr heute hätte haben wollen und müssen. Stürmertore zwar, aber es fehlen die Siege. Bielefeld, März 98, das ist Abstiegskampf pur. War die Stimmung in der Kabine? Aber das kann sich, glaube ich, jeder selbst vorstellen. Sehr bitter. Über die sonstigen Dinge brauche ich nicht zu sprechen. Ich glaube, ich habe schon einige Male gesagt, wie ich mich nach diesen Spielen in der 88. Minute fühle.